Und nun macht er direkt Halt auf unserer ISS, auf der Sofastation von Studio 3. Herzlich willkommen, Matthias Maurer. Wunderbar, schönen guten Abend. Und guten Abend natürlich auch an Sie zu Hause. Ich habe mich gerade gefragt, 177 Tage im Weltall, haben Sie jetzt auch mal gezählt, wie viele Tage Sie wieder auf der Erde sind? Nee, habe ich nicht. Aber gut, es ist deutlich länger, als ich eigentlich im All war. Richtig, 177 Tage oben, wir haben heute stundenlang nachgezählt, es sind 529. Wow. Denken Sie noch oft an die Zeit im All, wenn Sie jetzt hier so wieder ganz irdische Probleme haben, wie wir alle? Ja, absolut. Also jedes Mal, wenn ich abends dann in den Nachthimmel schaue und es nicht gerade regnet, dann schaue ich hoch und ab und zu sehe ich dann auch so einen Punkt, der vorbeigleitet und dann nicht so flimmert. Und dann weiß ich genau, das ist die ISS, fliegt wieder über Deutschland. Und dann denke ich, wow, das war mal mein Zuhause. Eine Sache hat mich jetzt gerade neugierig gemacht, eine brennende Unterhose gab es auch im Weltall. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich glaube, es gab sogar viele brennende Unterhosen, weil wir haben dort oben natürlich keine Waschmaschine. Und um die Unterhosen zu entsorgen oder die Wäsche zu entsorgen oder unseren Müll zu entsorgen, die stopfen wir dann in alte Kapseln rein und die verglühen dann beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Schön. Also wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann kann es auch einfach eine brennende Unterhose von Matthias Maurer sein. Ja, könnte sein, aber ich habe eine gute Nachricht. Hier in Deutschland sieht man das nicht, weil unseren Müll versenken wir auf der anderen Seite der Erde. Gut. Das heißt, das fällt dann irgendwo hinter Australien in den Pazifik. Wunderbar, so machen wir das ja immer. Aber bevor wir weiter darüber sprechen, wollen wir erst mal sehen, wie alles begann. Matthias Maurer hat 2008 einen Traum. Der Werkstoffkundler aus dem Saarland will zum Mond. Die Reaktion seines Chefs? Ich kann dir einen Tritt in den Arsch geben, dann bist du als Erster auf dem Mond. Ein Tritt. 13 Jahre später hat er eins tatsächlich geschafft. Er fliegt ins All. Nicht als Erster, aber als vierter Deutscher lebt und forscht Matthias Maurer ein halbes Jahr lang auf und außerhalb der internationalen Raumstation. Und erzählt darüber jetzt in seinem Buch. Wieso eine Sternschnuppe auch brennende Unterwäsche sein kann, wie das perfekte Reh-Ragout in der Schwerelosigkeit gelingt oder warum er dem Weltall jetzt eine ganz persönliche Liebeserklärung macht. Jedes Mal, wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich schon Gänsehaut. Aber ob es für Maurer tatsächlich noch irgendwann zum Mond geht, das erzählt uns der Astronaut jetzt selbst. Bereit, Herr Maurer? I'm ready for the event. Und natürlich ist er bereit hier für Studio 3, für unsere galaktische Reise in der nächsten Zeit. Das mit der Unterhose haben wir gerade geklärt. Aber wie ist das eigentlich, wenn man dann nach so einer Zeit zurück auf die Erde kommt? Kommt man da auch mit so einer, ich sag mal, kosmischen Erleuchtung zurück? Ja, also jeder, der mal ins All geflogen ist, der hat natürlich diesen unglaublichen Blick gehabt von draußen runter auf die Erde. Und ich meine, so als Ingenieur wusste ich natürlich vorher, konnte ich mir vorstellen, wie das sein wird, aber wenn man draußen ist und sieht das, das berührt einen und das hinterlässt einen dann komplett verändert. Ja. Sie wurden das ja bestimmt eine Million Mal schon gefragt, aber jetzt mit ein bisschen mehr Abstand zu dieser Reise. Was war das Beste an diesem Abenteuer? Das ist eigentlich jeder Tag und auch die Vorbereitung ins All, das ganze Training, jeder Tag ist ein Abenteuer. Und dann hochzufliegen, oben im All zu sein, endlich mal am Ziel der Träume angekommen zu sein, die Tür aufzumachen und sogar auszusteigen, ist der zweite Traum, den ein Astronaut hat. Das sind absolute Höhepunkte. Was diese Schwerelosigkeit, die ist ja nicht nur lustig mit anzusehen, das sind ja immer so diese Bilder, die man kennt. Was macht die konkret mit ihrem Körper über so einen langen Zeitraum? Ja, also diese Schwerelosigkeit, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Das Arbeiten in Schwerelosigkeit ist ein bisschen nervig, weil man muss sich halt immer festhalten, ansonsten driftet man ja weg und auch das Essen schwebt weg. Aber der Körper verändert sich auch. Im Endeffekt ist es so, dass wir auf der Erde hier sind im Gleichgewicht, die Flüssigkeit im Körper sackt nach unten und das Herz pumpt alles wieder dann nach oben. Dann sehen wir so aus, wie wir aussehen, aber jetzt sieht man es vielleicht im Hintergrund eingeblendet. Im All hatte ich einen dicken roten Kopf. Man denkt, ich hätte irgendwie 3 Kilo zugenommen, aber das ist einfach nur die Flüssigkeit, die von unten nach oben gepumpt wird und dann nicht mehr nach unten sackt. Das ist natürlich eine gute Ausrede. Ich kann mal sagen, es ist alles nur die Schwerelosigkeit. Sie haben es gerade gesagt, der zweite Traum eines Astronauten ist auszusteigen und Sie sind ja dann auch richtig ausgestiegen. Das wollen wir gerne noch mal sehen, wie es aussieht, wenn Matthias Maurer ins All geht. Das sind ja wirklich spektakuläre Aufnahmen und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich bei so einem Weltraumspaziergang in 400 Kilometer auch besonders fühlt. Was war Ihr Auftrag da? Ja, erst einmal ging es darum, Kabel zu verlegen, eine neue Außenkamera anzuschließen, sogar Wi-Fi-Außenanschluss anzuschließen. Dann musste ich etwas reparieren auf dem japanischen Modul. Auf einer ganz anderen Seite der Station musste ich dann noch mal einen Steckverbinder erstellen. Es war ein ganz, ganz toller Tag, 7 Stunden draußen.
Wahnsinn. Wenn ich jetzt diese Bilder sehe, ich muss ganz ehrlich sagen, schon alleine beim Gedanken, in den Weltraum zu fliegen, wird mir schlecht. Aber wenn ich das sehe, habe ich die Hosen voll. Ging es Ihnen ansatzweise ähnlich? Oder? Ja, also es ist natürlich, wenn man die Luke aufmacht und steigt aus, dann sieht man zwischen seinen Füßen und Brasilien, den Urwald unten drunter, da sieht man 400 Kilometer nichts. Und das Gehirn sagt einem dann sofort, oh, ich falle. Und das stimmt ja, man fällt. Man fällt ein halbes Jahr lang um die ISS herum. Aber der Körper gewöhnt sich halt dran, in diesem Fallzustand zu arbeiten. Aber der Kopf, der muss das erst einmal akzeptieren. Und dann einfach Augen zu und durch. Sie waren dann draußen im All. Kann man das irgendwie beschreiben, wie sich das All anfühlt, wie es sich anhört? Ja, im All hören Sie nichts. Es ist ja nur ein Vakuum. Mhm. Und in dem Vakuum wird überhaupt kein Ton übertragen. Also auch keine eigenen Geräusche, die Sie machen? Nee. Aber es ist ganz lustig, als ich draußen unterwegs war und musste Kabel verlegen, ich hatte nur in meinem Anzug drin das Gebläse eines Ventilators. Es sitzt hinten im Nacken und versorgt dann meinen Kopf sozusagen mit Frischluft. Bin ich über die ISS geklettert und direkt unter mir, einen Meter unter mir, waren meine Kollegen im Innern. Und die sagten zu mir, ey, du bist da lang gepoltert. Das hat bling, blong gemacht, weil also, ich halt immer dagegen gestoßen bin. Ist so ein bisschen wie zu Hause, wenn die Nachbarn eine Party umfeiern. Genau. Es ist dann auch ein bisschen was schiefgegangen sogar bei Ihrem Weltraumspaziergang, was eigentlich nicht passieren sollte. Sie haben sich ein bisschen verheddert in den Seilen. Ganz genau. Also wir trainieren natürlich vorher unter Wasser, wie wir draußen arbeiten. Und als Weltraum, also bei Außenbordansätzen, sind wir gesichert wie ein Bergsteiger. Mhm. Also immer mit zwei Seilen. Und eins ist so ein langes Rettungsseil, das zweite ein ganz kurzes. Und man muss immer aufpassen, dass man sich ordentlich fortbewegt und sich nicht in dem eigenen Seil verheddert. Aber ja, wie es so ist, ist halt genau das passiert. Und dann musste ich einmal runterfunken und sagen, Houston, I got a problem. Und dann haben die Kollegen mir zum Glück dann sagen können, okay, dreh dich zweimal um die linke Achse, einmal nach rechts, einmal 90 Grad und dann war ich dann wieder frei. Und Sie hatten so einen Anzug, so einen ähnlichen, wie wir hier im Studio haben, genau, getragen. Ich war total schockiert, das ist ja gar keine Maßanfertigung, dieser Anzug für Sie, sondern Sie hatten ja sogar Probleme, richtig ein- und auszusteigen. Ja, genau, also dieser Anzug ist so ein bisschen ein Anzug für alle. Der kann man halt unterschiedliche Handschuhe bekommt man, unterschiedliche Beinlängen und Armlängen. Aber der Helm ist natürlich gleich für alle und man sieht natürlich, dass ich ein bisschen längere Nase habe und da ist beim Ein- und Rauskrabbeln habe ich mir öfters mal die Nase oben aufgeschürft. Es hat natürlich einen Grund, warum man diesen Anzug trägt und warum man da das auch trainiert, den an- und auszuziehen. Wenn wir den nicht tragen würden oder Sie den nicht tragen würden, das würde ein bisschen unappetitlich enden. Wir haben das versucht, mal ein bisschen bildlich darzustellen. So sieht das nämlich aus, was das Vakuum mit unserem Körper macht, wenn wir keinen Anzug tragen würden draußen. Das ist ein Schaumkuss. Ganz genau. Also wenn ich der keinen Schutz hat? Genau. Also dieser Schaumkuss, der besteht ja aus viel Luft innen drin und einem Material. Und das dehnt sich einfach aus und der zerplatzt dann. Und genau das Gleiche würde mit mir passieren, wenn ich sozusagen nicht diesen Anzug dabei hätte. Dann würde ich halt aufgehen wie ein Michelin-Mann und hätte auch so ein unappetitliches Ende dann. Der Astronaut Matthias Maurer ist heute unser Gast. Ein halbes Jahr im All, da kriegt man natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Erde von dort oben. Was konnten Sie überhaupt alles erkennen? Ja, also vom All aus erkennt man, dass es auf der Erde gar keine Grenzen gibt. Das ist eigentlich für jeden offensichtlich, aber gut, in unseren Köpfen drin haben wir natürlich diese Grenzen. Wir erkennen den Übergang zwischen Land und Meer und wir erkennen auch den Übergang ins All. Und was wir erkennen, ist dann oft so Bereiche, wie jetzt zum Beispiel im Urwald in Brasilien, ist dunkelgrün, direkt daneben ist hellgrün, Ackerbau. Und dazwischen stehen dann oft riesenhohe Säulen aus Rauch. Und dann weiß ich, hier sind wieder Menschen, die brennen den Urwald nieder. Stichwort Klimawandel, das hatten wir sozusagen gerade das Thema. Das konnten Sie dann eben auch von oben vom All sehen. Solche Dinge, die einen traurig machen, aber wahrscheinlich auch spektakuläre Naturphänomene. Ja, also was auch ganz, ganz beeindruckend ist, wenn man in den Sonnenuntergang oder in den Sonnenaufgang fliegt, dann wird die Erde von der Seite aus beleuchtet und man sieht die Erdatmosphäre wie so einen ganz dünnen Saum außenrum liegen. Das sieht dann aus wie eine Seifenblase. Hat mich am Anfang auch sehr, sehr stark erschrocken, weil ich dachte, wow, das ist so zerbrechlich und alles, was das Leben auf der Erde ermöglicht, ist halt in dieser dünnen Blase drin. Und das ist halt der Moment, wo jeder Astronaut denkt, ich muss diese Erde beschützen. Ich habe gerade auf unserer Weltkugel gesehen, ich könnte Kontinente erkennen. Ich wüsste nicht, ob ich genau meine Heimatstadt Berlin erkennen würde. Aber Sie sagen, Sie haben sogar St. Wendel im Saarland, Ihren Heimatort, erkannt. Ganz genau. Wie geht denn das? Wussten wir? Wie? Ja, da muss man halt Fotos machen. Jetzt hat man gerade im Hintergrund eine schöne Aufnahme. Das war ein Vulkan auf Sizilien. Konnte ich halt schön fotografieren, wie der Ätna wieder am Rauchen war. Das Saarland, das erkennt man hier. Da muss ich ein bisschen üben, um das zu finden. Wenn man über Deutschland oder über Europa fliegt, dann ist halt Deutschland sehr, sehr grün.
Und in dieser grünen Menge das eigene Dorf zu finden oder die eigene Stadt, klar, dann musste ich halt ein paar Aufnahmen machen. Und erst später in den Fotografien konnte ich dann genau gucken, okay, wo war das dann war das Haus meiner Eltern sogar. Wahnsinn. Wie hat diese Perspektive auf unserem Planeten Sie verändert? Also was haben Sie danach mitgenommen? Ja, also wenn man einmal draußen war und in 90 Minuten auch dann um die Erde rumfliegt, dann erkennt man, die Erde ist wirklich gar nicht so groß, wie uns das hier unten mal vorkommt. Und alles hängt zusammen. Also wenn da irgendwo Klimaprobleme oder Umweltprobleme auf der anderen Seite der Erde sind, das hat schon etwas mit uns zu tun. Und wir alle sind eigentlich auch nur Astronauten auf dem großen Raumschiff Erde. Mhm. Und wir können die Herausforderungen unseres Planeten nur lösen, wenn wir das gemeinsam tun. Mhm. Wir sehen gerade noch einen Taifun, den Sie auch fotografiert oder beziehungsweise auch gesehen haben von der ISS aus. Das sind die spektakulären Dinge, von denen Sie gerade geredet haben. Aber man sieht dann auch so schlimme Dinge wie Kriege. Auch das kann man von oben sehen. Ja, also ich war oben, als der Ukraine-Krieg losging. Und es war am 24. Februar 2022. Mhm. Und von quasi einem auf den anderen Tag hat sich da plötzlich ein Land komplett verändert. Auch so sichtbar verändert, dass wir das mit bloßem Auge erkennen konnten. Das würde ich gerne auch noch mal unseren Zuschauern zeigen. Weil diese Perspektive, die Sie jetzt gerade schildern, die haben wir nämlich auch im Bild noch mal festgehalten. Ende Februar 2022. Matthias Maurer beobachtet von der ISS aus die Erde. Europa ist hell erleuchtet, doch mittendrin, direkt an der Meeresküste, plötzlich ein dunkler Fleck, die Ukraine. Tagsüber kann Maurer aus 400 Kilometern Entfernung sogar die Rauchsäule nach den Angriffen erkennen. Das Vertrauen der Crew aus Europa, Russland und Amerika untereinander ist in Gefahr. Sie sprechen miteinander, verurteilen alle den Krieg und unterstützen sich. Zum Beispiel mit Musikstreaming nach der Sperrung der russischen Kreditkarten. Kurz nach Kriegsausbruch landen neue russische Kosmonauten in der ISS, in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine. Ein weltweites Presseecho folgt. Doch es ist kein Signal, sondern Zufall. Die Anzüge waren schon Monate vorher bestellt. Aktuell läuft die Zusammenarbeit mit Russland im ISS-Programm noch. Doch die Zukunft ist ungewiss. Ja, das war sozusagen eine andere Perspektive, die Sie da eingenommen haben. Wie ging es Ihnen? Wie war da die Stimmung in diesen ersten Tagen oben auf der ISS, so weit weg und dann trotzdem dabei? Ja, also wir haben oben natürlich gute Internetverbindung. Von daher haben wir mitverfolgt, was auf der Erde passiert ist dann. Und wir dachten alle, nie im Leben wird es wieder Krieg geben. So dumm können die Menschen ja gar nicht sein. Aber als es dann losging, da waren wir alle sehr geschockt, weil wir dachten, wir sind als ISS sozusagen Botschafter dafür, was wir Menschen erreichen können, wenn wir gemeinsam arbeiten. Und wir waren alle sehr, sehr traurig und mussten das natürlich dann auch ansprechen, weil plötzlich war dann die Hälfte unserer Besatzung aus einem Land, was als Aggressorland galt. Mhm. Und die Kollegen haben sehr schnell gesagt, dann auch sie sind komplett gegen den Krieg wie wir. Mhm. Aber wir haben auch gesehen, dass sie ihre Informationen natürlich aus Russland erhalten. Die war natürlich propagandamäßig doch anders gefärbt als unsere. Also sozusagen das Gleiche, was wir auf der Erde erlebt haben, haben Sie dann eben auch im Weltall erlebt. Versuchen wir an die positiven Dinge weiter zu glauben und dass wir Menschen dann doch vielleicht nochmal was Positives bewirken können, auch mit der Raumfahrt. Bevor es ins All geht, muss man sich ja ganz schön vorbereiten. Ich habe gelesen, Sie waren auf der ganzen Welt, haben überall trainiert. Was würden Sie sagen, war das Härteste an dieser Vorbereitung eigentlich für Sie persönlich? Ja, also ich musste sowohl lernen, wie man überlebt, wenn man ins Wasser fällt und muss dort dann ein, zwei Tage überleben. Oder muss wenn man... Ein, zwei Tage im Wasser überleben? Ja, zur Not müsste man das ein, zwei Tage überleben können mit einer Rettungs... Aber das war dann so ein Becken, nehme ich mal an. Nee, wir waren auch auf dem Meer draußen. Aber klar, jetzt nicht zwei Tage am Stück. Aber überleben musste ich dann auch in einer Winterlandschaft in Schweden. Und das Ganze dann ohne Schlafsack, ohne Essen, ohne Zelt, nur mit einer Axt und einem Messer ausgestattet. Und da wurde mir doch dann sehr schnell kalt. Das kann ich mir vorstellen. Sie trainieren ja auch Dinge, die halt so passieren können im All. Also das ist ja eher die Landung. Was wäre das Schlimmste, der Worst Case, was im All Ihnen passieren könnte aus Ihrer Sicht? Ja, im All waren wir sogar sehr nah dran an dem Worst Case. 4 Tage nach der Ankunft im All hat Russland einen Satelliten abgeschossen. Und wir sind dann 2 Stunden später in dieses Trümmerfeld reingeflogen. Dann hat Houston uns vorher angefunkt, hat gesagt, okay, wir rasen in diese Wolke hinein. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Alle Schotten dicht machen. Eventuell schlägt diese Trümmerwolke dann auf die ISS ein und würde ein Leck reißen. Und dann müssten wir die ISS aufgeben.
Und was denkt man dann in so einem Moment? Ja, das ist so ein bisschen wie in dem Film Gravity. Also die Fans, die jetzt den Film schon kennen, ja, die wissen, dass am Anfang quasi alles kaputt geht, was wir alle haben. Und das geht einem dann doch schon so ein bisschen durch den Kopf. Kriegt man da nicht auch irgendwann mal Panik? Also ich kriege das selber im Flugzeug, dass wenn ich da oben bin, ich denke, ich bin nur in so einer Kapsel. Ich könnte sofort runterstürzen. Ja, also die Panik bekommen wir ja nicht, weil wir sind ja ausgewählt worden dafür, dass wir halt nicht so schnell panisch reagieren und trainieren auch. Aber klar, natürlich sind wir alle auch, sage ich mal, daran interessiert, wieder gesund und lebend und heil da unten anzukommen. Jetzt haben Sie natürlich einen interessanten Werdegang. 2009 sah es eigentlich so aus, als würden Sie gar nicht in den Weltraum fliegen. Und dann sind Sie bei der Sache geblieben und 2015 dann doch überraschend nominiert worden und dann ja auch mit der ISS im Weltraum gewesen. Wie würden Sie das selber beschreiben, diesen Moment, wo Sie, als Sie eigentlich schon dachten, nee, ich werde niemals Astronaut, als Sie dann doch ausgewählt wurden und diesen Traum verwirklichen konnten? Ja, das war eine super Überraschung natürlich, aber irgendwie war bei mir auch so ein bisschen, okay, keine Garantie. Also ich glaube es erst, wenn ich wirklich oben im All bin. Also von daher habe ich natürlich mich gefreut und jubiliert, aber irgendwo auch immer noch mal so mit angezogener Handbremse. 400 Kilometer war es bis zur ISS und 400.000 Kilometer bis zum Mond. Was macht der denn für Astronauten oder generell für Sie für eine Anziehung aus dieser Mond? Warum ist das so ein tolles Ziel? Ja gut, der Mond ist jeden Abend am Himmel und jeder sieht den, jeder kennt den Mond und jeder hat vielleicht sich schon mal vorgestellt, wie wäre das, wenn ich über den Mond laufen würde? Und jetzt wissen wir ja, seit 1972, als die letzten Astronauten auf dem Mond waren, seitdem haben wir gelernt, auf dem Mond gibt es Wasser, wie auch schon in dem Beitrag gesagt wurde. Mhm. Und in diesem tiefen Krater, in diesem Shackleton-Krater, das ist mit die kälteste Stelle in unserem Sonnensystem, vermuten wir diese Wasserressourcen. Und dort in diesem Wassereis könnten vielleicht sogar noch biologische Spuren drin sein, also sozusagen die Urmaterie, die damals auch das Leben mit auf die Erde gebracht hat. Das heißt, wenn wir dort an das Wasser rankommen, könnte man das auch untersuchen und sozusagen herausfinden, wie ist eigentlich das Leben auf der Erde entstanden. Und das finde ich spannend. Das ist total spannend. Wird da auch schon weitergedacht, ob da vielleicht auch Leben auf dem Mond, so als Plan B zum Beispiel, irgendwann mal möglich sein könnte? Ja, also der Mond ist ja eigentlich zu klein, um jetzt eine Atmosphäre an sich zu halten. Das heißt, der Mond wird eigentlich nie zu einer Erde umgewandelt werden können. Aber ich stelle mir das so vor, dass wir auf dem Mond, ähnlich wie heute in der Antarktis, auch eine Forschungsstation aufbauen werden. Dann leben dort vielleicht 4 Astronauten, vielleicht später mal 6 oder 8 und werden dort viel, viel forschen und viel dazu auch beitragen, was wichtig ist für das Leben auf der Erde. Ich würde mir gerne noch mal ein paar Bilder angucken, weil das ja wirklich so irre weit weg ist, 400.000 Kilometer. Wir haben was vorbereitet, wo man noch mal auch die Geschichte der Mondfahrt sieht. Das ist ja etwas, was jedes Kind irgendwie kennt, die bedeutenden Zeilen, Zitate. Da sehen wir es so, das war der Anfang. Na, ein kleiner Schritt für Neil Armstrong, ein großer für die Menschheit. Ja. Und so ging es dann weiter. Und vielleicht irgendwann auch mal ein großer Schritt für Matthias Maurer. Das wäre ein sehr großer Schritt für mich, ja. Oder? Haben Sie sich da schon was zurechtgelegt, was Sie sagen würden? Nee, habe ich noch nicht. Ich denke, da habe ich noch ein paar Tage dafür zum Nachdenken. Also Sie könnten jetzt natürlich schon mal üben, wie auf die Bilder zum Beispiel, wenn Sie wollen. Ja. Und so geht es dann mit mehreren Raketen direkt geht's dann hoch. Was sehen wir da? Das ist genau, das ist eine Flugbahn. Mission, die jetzt vor 1-2 Jahren gestartet ist. Die Artemis-1-Mission, sozusagen die Rückkehr wieder zum Mond, ist damals nicht gelandet, sondern erst einmal nur um den Mond herumgeflogen. Mhm. Mit an Bord waren 2 deutsche Puppen, in denen waren Strahlungsmessgeräte drin. Wir wollen ja verstehen, welche Strahlenbelastung wirkt auf die Astronauten. Mhm. Und irgendwann werden wir wieder auf dem Mond landen, werden dort dann in dem Polarbereich sein, also nicht wie die Apollo-Astronauten, und wollen zu diesen Wassereisressourcen, wie eben in dem Beitrag auch schon erklärt wurde. Und die gute Nachricht ist für alle, die sich immer mit Diäten rumschlagen, auf dem Mond wiegt man nur ein Sechstel. Ist das wirklich so? Genau, könnte ich 6-mal so hoch hüpfen. Woran liegt das? Ja, der Mond ist natürlich viel kleiner, hat weniger Masse und deswegen zieht er die Astronauten, die darüber laufen, auch nur schwächer an. Und deswegen wiegen wir auf dem Mond nur ein Sechstel. Gucken wir mal in die Zukunft der Raumfahrt. Also der Mond, das ist Ihr nächstes Ziel. Es könnte ja bald noch viel, viel weiter gehen, beziehungsweise es könnte noch viel voller im Weltraum werden. Der Weltraumtourismus, der steht wirklich schon in den Startlöchern. Und Sie sagen selber, Elon Musk ist eigentlich besser ausgestattet als die NASA. Ist das tatsächlich so? Ja, Elon Musk kann mit seiner Firma SpaceX jetzt schon viele Dinge tun, die wir in Europa definitiv nicht können. Also er kann Menschen ins All transportieren, auch wieder zurückbringen. Er kann Raketen wiederverwenden. Ich selbst bin ja mit einer seiner Raketen gestartet. Und die Rakete, die mich hochgebracht hat, die hat nach einem halben Jahr
auch meine Kollegin Samantha Cristoforetti aus Italien dann hochgebracht, mich sozusagen abgelöst mit genau der gleichen Rakete. Also ohne die kommerziellen Anbieter könnte die Raumfahrt so jetzt gar nicht mehr bestehen. Da hat sich viel verändert. Gibt es da noch weitere Pläne, was so diese kommerzielle Raumfahrt betrifft? Also im Moment fliegen wir zur Internationalen Raumstation, wo ich ja ein halbes Jahr gelebt habe. Diese Raumstation soll bis 2030 weiter funktionieren. Aber irgendwann ist sie wahrscheinlich zu alt, um repariert zu werden, um fit zu sein. Und dann soll eine kommerzielle Raumstation die Nachfolge antreten. Das heißt, irgendwann übernimmt die Industrie sozusagen das komplette Geschäft im erdnahen Orbit. Und Sie haben ja auch schon Besuch bekommen von Privatleuten auf der ISS. Ist man da, ja, freut man sich über den Besuch oder sind die einem eher im Weg, dann, wenn da Weltraumtouristen auf einmal rumfliegen? Ja, also sag ich mal, wenn meine professionellen Kollegen vorbeikommen, wie jetzt die Kollegen, die zu meinem Geburtstag vorbeikamen, habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil die wissen, wie man oben arbeitet. Aber wenn Touristen oben vorbeikommen, dann ist es natürlich so ein bisschen zweischneidig. Also wir hatten oben gleich zweimal Besuch und die zweite Kapsel, die dann ankam, die Touristen, die wollten dann bei uns oben auch arbeiten, aber die haben ziemlich viel durcheinander gemacht bei uns. Also da ist dann irgendwie plötzlich, findet man den Stecker nicht mehr oder Sachen verschwinden einfach bei Ihnen. Genau, genau. Wird es irgendwann mal einen bemannten Flug auch zum Mars geben mit diesen ganzen Forschungen und den kommerziellen Anbietern? Ja, davon gehe ich aus. Wir müssen allerdings noch sehr viel lernen. Also jetzt, wenn wir ins All fliegen, dann haben wir natürlich eine Belastung, eine Strahlenbelastung. Und wenn wir 2 Jahre unterwegs wären zum Mars, weil der Mars ist wirklich weit weg. 2 Jahre muss man genau da einplanen für die Reise. Genau, dann würden wir mehr Strahlendosis aufnehmen, als wir jetzt eigentlich aufnehmen dürfen. Also jetzt ist meine Karriere vorbei, wenn ich so verstrahlt bin, dass mein Krebsrisiko um 3% steigern würde. Und eine Reise zum Mars wäre deutlich höher. Die Raumfahrt, das ist ja traditionell in Männerhand, wie viele Branchen. Bei Ihnen auf der ISS, da war eine weibliche Kollegin dabei. Was macht es mit so einer Gruppe, wenn sozusagen eine Frau, aber ich weiß nicht, wie viele andere Männer, 7? Ja, wir waren insgesamt zu 7 oben, ja. Und dann hatten wir natürlich nur eine Frau dabei. Die Ablösecrew hatte dann 2 Frauen dabei. Klar, also idealerweise hätten wir 50-50. Ich denke, das ist so die gesunde Mischung. Mhm. Und Kayla Barron, die mit mir oben dabei war, die war eigentlich sehr, sehr hart gesotten, weil die hatte vor ihrer Astronautinnenkarriere, hat sie auf einem U-Boot gearbeitet und war dann eine von 2 Frauen, die mit 130, sage ich mal, nicht so eng ausgesuchten Matrosen dann auskommen musste. Im Zeiss Planetarium, da lesen Sie aus Ihrem Buch Cosmic Kiss. Sie haben natürlich die Reise zur ISS aufgeschrieben und auch ganz, ganz viele Experimente, die Sie da gemacht haben. 150 Experimente sind das insgesamt. Ein Experiment hatte mit Beton zu tun, Beton im Weltraum, der aber natürlich mit uns dann am Ende auch wieder zu tun hatte. Worum ging es da? Ja, also Beton ist ein Werkstoff, der ist überall um uns herum. Und bei Beton entsteht halt sehr viel CO2. Es ist 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes infolge von Beton. Und normalerweise gehen wir hin und sagen, wir würden so einen Werkstoff halt optimieren, indem wir den in den Computer reinwerfen, dann simulieren. Aber bei Beton können wir das noch nicht, weil der sich entmischt aufgrund, ist ja Betonpulver drin, Zement und dann haben wir Wasser, dann haben wir Sand, dann haben wir Kies und so weiter. Und das entmischt sich dann, wenn der hergestellt wird und deswegen ist er halt nicht ideal. Und im All können wir den ideal herstellen, können dadurch die Parameter gewinnen und können jetzt in Zukunft hoffentlich dann viel besseren und CO2-ärmeren Beton dann herstellen. Und noch ein anderes Experiment, ich weiß nicht, ob es aus der Corona-Pandemie kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Idee da gereift ist, ist dieser Löffel, den Sie uns mitgebracht haben, den hatten Sie oder die beiden Löffel hatten Sie mit im All und die wurden da richtig benutzt. Genau, also ich kann das mal ein bisschen erklären. Es gibt jetzt in der Corona-Pandemie, war es so, wenn jemand krank ist, infiziert ist, fasst zum Beispiel eine Türklinke an, und dann ist er schon ein paar Minuten weg und dann kommen Sie, Sie sind gesund und fassen diese Türklinke an. Und plötzlich haben sie meine Viren sozusagen an sich dran und wäre dann auch krank. Mhm. Jetzt war die Idee von sehr intelligenten Wissenschaftlern, die auch mit Astrobiologie zu tun haben, wie eben im Beitrag erwähnt, die haben gesagt, wir möchten Oberflächen erzeugen, die automatisch solche Viren abtöten. So, und jetzt haben wir gesagt, diese Dinge fliegen wir dann im All. Und ich sehe jetzt hier einmal, das ist Edelstahl, dann haben wir Kupfer und Messing. Und in 3 unterschiedlichen Oberflächenzuständen, das ist ganz, ganz fein mit Laser behandelt. Das erkennt man jetzt in der Kamera natürlich nicht, weil das braucht man ein Mikroskop dafür. Und diese Oberflächen töten einfach diese Keime ab. Und ich hatte dieses Experiment ein halbes Jahr oben im All dabei. Und gleichzeitig aber auch diese Löffel, sieht man, die sind auf der Rückseite auch so beschichtet, Kupfer und Edelstahl.
Und damit haben dann die Astrobiologen nachher sich angeschaut, wie war die Belegung von Bakterien an diesen Stellen. Und daraus kann man dann eben für uns auch was rausziehen und dann in Zukunft vielleicht bessere Türklinken machen, wo wir uns nicht mehr gegenseitig anstecken. Jetzt liegt da ein ganz interessantes Album. Da haben alle schon ganz gespannt heute hier im Studio reingeguckt. Ihr Poesiealbum mit Dingen, die Sie mitgenommen haben aus der Zeit im Weltraum. Eine Sache fand ich besonders interessant. Zeigen Sie die mal, womit Sie sich sozusagen, man kann sagen, ja, gepflegt haben, oder? Ja, also Astronauten-Poesie-Album ist natürlich ein schönes, schönes Wort. Also ich zeige es mal so ein bisschen hier in die Kamera hinein. Das ist ein Handtuch oder ein Stückchen von einem Handtuch, weil das ganze Handtuch ist natürlich zu groß, um mitzunehmen. Wir haben keine Dusche oben im All. Und dann fragen die Menschen immer, okay, wie wascht ihr euch? So, das passiert, indem wir Handtücher in einem solchen Aluminiumbeutel haben. Das wird fertig verpackt, hochgeschickt. Da ist schon ein bisschen Seifenpulver drin. Und dann ist hier oben so ein Stöpsel. Da wird dann mit einer Nadel Wasser reingepumpt. Und dann schneiden wir diese Tüte auf und nehmen so ein feuchtes Handtuch raus und dann können wir uns abrubbeln. Und das ist dann die Weltraumdusche. Eigentlich auch perfekt für den nächsten Campingurlaub. Und dann gab es noch eine andere Sache, die dürfen wir Ihnen nicht vorenthalten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist russisches Klopapier. Ja, wir hatten oben zwei Sorten von Toilettenpapier. Ja. Können Sie gerne mal anfassen. Das ist so ein bisschen rauer. Ja. Also das Klopapier im RBB, das kann er durchaus mithalten, aber das ist tatsächlich schon... Ja, ist sowas wie eine Mullbinde, extra schön vernäht. Dazwischen drin liegt dann nochmal normales Toilettenpapier zum Aufsaugen. Ich habe das besonders gemocht, weil im All schwebt ja alles. Und Sie möchten jetzt nicht, dass so ein Toilettenpapier... Es muss saugfähig sein. Es muss saugfähig sein und es darf nicht auseinanderbröseln. Und Sie wollen keine Müllpapier oder Toilettenpapier... Ja. Flecken da drum fliegen haben. Wie sieht es mit dem Abwasser auf der ISS auf? Also wenn man mal muss, wo geht denn das dann eigentlich hin? Ja, das geht in die Toilette und dann geht es aber direkt in eine Recyclinganlage und dann geht es nachher wieder in den Wasserhahn und dann trinken wir das wieder. Klar, ist alles ein schöner geschlossener Kreislauf. Also da muss man sich auch gut mit den Kollegen verstehen, um diesen, den Hahn dann mit Spaß aufzumachen, oder? Nee, also ich meine, das Wasser ist ja sauber, es kommt dann komplett gefiltert wieder raus und das ist seit 20 Jahren trinken die Astronauten immer wieder das gleiche Wasser. Immer das gleiche Wasser, herrlich. Jetzt wissen wir, was die Astronauten oben trinken. Wie sieht es mit dem Essen aus? Wie ist die Verpflegung? Ja, die Verpflegung, die ist eigentlich recht gut. Wir haben mittlerweile ein schönes Sortiment. Es kommt alles oben an in Dosen oder in solchen Tüten. Machen wir das warm und dann kann man das rauslöffeln. Haben Sie da miteinander auch geteilt oder hat da jeder so sein eigenes Dosenessen? Oder gab es auch richtig was Leckeres mal zu essen? Ja, also es gab natürlich an Weihnachten, hat man ein spezielles Essen. Dann hatte ich ein Lieblingsgericht dabei. Das hat mir ein Fernsehkoch, Tim Melzer, gekocht. Das war Rendang. Das habe ich dann auch geteilt mit meinen Kollegen. Wir hatten sozusagen 10% frei, persönlich auswählbar. Und das andere war einfach geteiltes Essen. Und was ist das Erste, was man isst, wenn man nach 177 Tagen wieder auf der Erde ist? Hatten Sie da so einen richtigen Jeeper auf was Bestimmtes? Ja, also bei mir war es Obst. Also direkt nach der Landung. Ich glaube, ich habe da zwei Obstschalen vernichtet. Ja. Also das ist das, wovon man dann im Weltall träumt, einfach mal eine Banane oder einen Apfel. Ja, was Frisches zu essen, genau. Richtig schönes, frisches Obst. Ja, so, und Ihre persönliche Liebeserklärung ans Weltall, was wäre das? Nach dieser Zeit? Ja, also die Liebeserklärung ist einfach, warum wir Raumfahrt betreiben, ist einfach, weil wir neugierig sind, verstehen wollen und weil wir das auch emotional spüren wollen.